Nossi, du ziehst jetzt mit, Alter. Du ziehst jetzt mit, du machst das genauso. Du tätowierst dich genauso wie alle anderen, Alter. Nossi, ich habe noch nichts von dir gehört. Wir warten alle. Jetzt mal Real Talk, Chat. Ich schwöre, ich werde niemals, also ich würde in dem Kontext, ich hab schon unter Simons Video geschrieben, Alter, dass ich die Tattoos wirklich gerne stechen würde, wenn alle auf Mandera sind. Ich würde es einfach machen. Aber auch nur, weil ich weiß, dass die extrem scheiße werden. Also das wären wirklich extrem beschissene Tattoos werden. Ich habe selber noch keine Tattoos. Mein erstes Tattoo würde ich mir super gern von Jody stechen lassen, aber ich habe noch kein Motiv gefunden, Alter. Und mein erstes Tattoo soll auf keinen Fall Jens Knossalla oder irgendein YouTube-relateder Shit sein, sondern irgendwas, was deep in meinem Herzen verankert ist. Wie zum Beispiel Geld. Auf eine Antwort von dir, also meld dich bei uns. Aber Leute, kommen wir mal zum Hauptthema, worum es hier heute eigentlich geht. Ich saß an Weihnachten mit meiner Familie zusammen auf dem Sofa. Es war wirklich die gechillteste Atmosphäre, es war alles gemütlich. Und was macht man an Weihnachten, wenn man mit der Familie zusammensitzt? Man säuft, Alter. Man säuft. Richtig, alle chillen am Handy. Ich habe mir also da auf dem Sofa diesen Zweikampf von Ju und Knossi angeschaut und dachte mir, okay, das ist schon ganz cool, aber es muss auf jeden Fall noch einer draufgesetzt werden. Also tippte ich auf dem Sofa sitzend folgenden Kommentar. Bei 500.000 und einem Like auf diesen Kommentar tätowiere ich mir Monopoly Unge auf den Po. Und Simon, ich habe tatsächlich in der Situation, wo ich das getippt habe, darüber nachgedacht, ist es möglich, das zu schaffen? Scheiße, was passiert, wenn das klappt? Und habe mich trotzdem dafür entschieden, es zu posten. Und das ist halt das Ding, Mann, Alter. Man darf halt niemals Simon Unge zu irgendetwas herausfordern. Wenn ich jetzt sage, Simon Unge, in 6 Monaten besteigen wir den Mount Everest. Gut, das ist relativ unwahrscheinlich, dafür müsste sein PC verlassen. Aber irgendetwas, was im Rahmen seiner beweglichen Möglichkeiten liegt, was nicht allzu viel ist, aber irgendetwas, was geisteskrank genug ist, dass Simon sagen würde, yo, ich würde es tun. Simon ist dabei. Simon ist so ein kranker Mensch. Ich glaube, ich könnte jetzt sagen, Simon, wir lassen uns Brüste operieren für einen Tag. Und ich glaube, Simon würde ernsthaft darüber nachdenken, wenn es wieder einen viralen Hit landen würde. Wenn man jetzt sagen würde, 500.000 Likes auf XY auf dieses Video hier, man macht sich für einen Tag lang Brüste oder sowas, oder weiß ich was, keine Ahnung, Alter. Es schlägt halt riesige Wellen, Alter. Und Simon hat halt Videos, Tweets, Stories, weiß ich was dazu gemacht. Nur, dass dieses ganze Ding halt so viele Likes bekommt, Alter. 500.000 Likes auf einen Kommentar, ist krank, Mann. Was ist passiert, Leute? Wir haben es tatsächlich geschafft, einen deutschlandweiten Rekord aufzustellen. Ich glaube, insane. In Deutschland gibt es keinen Kommentar, nein, der ist... Nicht, ich glaube, Jan. Auf keinen Fall gibt es einen Kanal, Alter. Auf keinen Fall. Also, das ist safe deutscher Rekord. Natürlich, Junge. So oft geliked wurde. Also, auf jeden Fall schon mal Props an euch alle. Danke an jeden Zuschauer von Simon und an alle anderen, die die Aktion... Wieso bedanke ich mich hier? Ich krieg Simons Gesicht auf den Arsch. Also, liebe... Junge, das ist doch das Ding, du kriegst ja nicht irgendein Gesicht von Simon auf dem Arsch, sondern dieses hässliche. Aber das Witzige ist halt, wenn du irgendwann mal in der Sauna bist oder so und, oder du bist, keine Ahnung, irgendwann mit deinen Kids unterwegs, was weiß ich, dann sehen die das und fragen dich, Papa, Alter, hast du damals Heroin genommen oder warum hast du so ein Scheiß-Tattoo? Und genau das ist doch eine Story, die man erzählen möchte, Alter. Simon Unge? Ich muss mir die Ärmel hochkrempeln. Ich verkünde offiziell, ich stehe zu meinem Kommentar. Ich werde mir dein Gesicht als Monopoly-Figur auf den Arsch tätowieren lassen. Aber nicht hier, sondern mit dir zusammen auf Madeira. So, das Ding ist nämlich, Jan hat mich gestern... Warte mal ganz kurz. Jan hat mich nämlich gestern gefragt. Warte mal, wo ist das? Ich glaube, es war Instagram, wo er mir geschrieben hat. Sekunde, ich weiß nicht, ob es ein Sprachmemo ist. Moment. Jetzt hier ein Meyer, Homeboy. Er hat geschrieben. Ich habe geschrieben, diese Story vom Kamin. Und er schreibt, zu beste Leben, Mann. Ich so, Mann, halt's Maul, tätowier deinen Arsch. Er so schreibt, wir gehen nach Madeira. Komm mit, aber sag Simon noch nichts. Er hat mir schon ein Datum genannt, das Datum steht jetzt hier. Komm mit, aber sag Simon nichts. Also ich bin auf jeden Fall dabei, Jan, Alter. Ich fahre sowieso, also ich fahre, ich wollte im März halt eh, bin mit meinen Eltern eh nochmal da. Vielleicht, keine Ahnung, Alter, vielleicht bleibe ich einfach einen Monat auf Madeira. Weiß ich jetzt nicht. Dumme Idee von mir. Mal schauen, Mann, mal schauen. Kein Plan. Aber ja, so viel auf jeden Fall dazu. Ich fände es auf jeden Fall funny, Alter. Ich fand es auf jeden Fall extrem funny. Gut, so viel auf jeden Fall dazu, Jan. Ich bin auf jeden Fall down, Mann. Ich bin dabei. Du darfst zuschauen, wie du selber auf meinem Arsch landest. Du kannst ein Foto davon machen. Du kannst ja das übers Bett hängen oder sonst was als Handy-Hintergrundbild machen. Anfang Februar direkt fliegen wir mit einer großen Gruppe nach Madeira. Ich sag dir vorher Bescheid, wann wir... Große Gruppe. Oh ja, yeah, Boy.
da sind. Bis dahin dauert es leider noch. Aber wenn wir da sind, treffen wir uns und gehen zusammen ins Tattoo-Studio. Hallo? Der Tätowierer aus Madeira. Zwei Tattoos für den Preis von einem? Ja, ja, klar. Ich habe einen Abnehmer dafür, ja. Wie der heißt? Simon. Das ist übrigens meine neue Freundin. Ciao, Baby. Linglong, Blasi, Blasi. Verpiss dich jetzt, Alter. Linglong. Guck mal, dass du schon mal ein bisschen Research-Dings machst, ne? Alter, krank einfach, krank. Also ich bin auf jeden Fall down, Alter. Ich mach's. Ich bin am Start, Mann. Wir gehen rüber, Alter. Wir ziehen das durch. So.